Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute testen wir die Dumboom Triple. 3 Schuss in 20 mm. Pro Paket sind 5 Stück enthalten, also das ist der Umkarton. Wir haben hier gleich den einzelnen Effekt, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist eine lapprige ein Pop-Stammfuß. Wir haben auch oben Papier anstatt Plastik. Schlicht minimal gemacht, würde ich mal so sagen, und ja, dreimal Salut. Preislich liegen wir hier bei 8,50 Euro, soweit ich weiß. Ist für uns in Kategorie F2 eingestuft. Und wir schauen mal nach einer NEM. Ach ja, NEM haben wir hier 120 Gramm auf 5 Stück. Und ja, dann würde ich mal sagen, haben wir alles Wichtige geklärt. Gekauft wurde sie übrigens bei Hellfire Fireworks, beziehungsweise bei Hellfire, ne? Sagt euch bestimmt noch nichts, ist ein lokaler Händler hier bei mir, beziehungsweise ein Pyrotechniker. Und ja, dann gehen wir gleich raus zur Zündung. So Freunde, willkommen zum Test der Dumboom Triple. Wir haben ja 5 Stück in der Packung, wir zünden mal 3 Stück für euch und dann würde ich sagen, los geht's. Bin mal gespannt. Die kleine Variante davon. Oh, der dritte. Okay, mit Feuertopf ich hier mal ein Stück zurück. Na, scheiße windig heute. Okay, der dritte haut immer wohl ab. Bevor du den dritten anzündest, warten wir, bis die Autos weg sind. Dadurch, dass immer ein Schuss nach der Seite geht, nicht, dass der zur anderen Seite geht. Vor allem eine Viererkolonne hatten wir jetzt ja nicht. Ist immer eins, okay, aber Vierer. So, das Auto ist dann gleich weg, dann können wir weitermachen. Ach, das ist anders vorgestellt. Ja, mit dem letzten. Und noch ein Stück zurückgehen. Ach, diesmal sind auch alle drei nach oben gegangen. Also von mir eine Kaufempfehlung. 5 Stück kosten um die 9 Euro. Also dafür geht's.